Kurz und gut. Stellen Sie sich vor, was Platon in seinem Symposium schreibt. Sokrates und Alkibiades liegen nebeneinander, nackt. Lieber Sokrates, möchtest du mit mir schlafen? Nein, danke Alkibiades, jetzt nicht. Aber Sokrates, warum nicht? Du bist so hässlich und ich bin so schön. Du bist so gebildet und ich bin so dumm. Wenn wir uns vereinen, wird etwas von meiner Schönheit auf dich übergehen und etwas von deiner Klugheit auf mich. So hat jeder etwas davon. Mein lieber Alkibiades, wenn dem so wäre, würdest du mir anbieten, Gold gegen Kupfer einzutauschen? Denn die Klugheit, die du mir zuschreibst, ist unvergänglich, deine Schönheit aber ist vergänglich. Wahre Liebe bedeutet nicht, den Körper seines Liebsten zu verehren, sondern seine innere Schönheit, die der Körper nur vorübergehend ausdrücken kann. Nein, ich möchte wirklich nicht mit dir schlafen. Mit dieser Abfuhr erhielt Alkibiades, der damals immerhin der schönste Mann der Stadt war, seine erste Lektion in Philosophie.